YouTube gibt uns mal wieder ein neues Tool an die Hand und das sind die Mentions bzw. auch Erwähnungen. Und wie der Name schon vermuten lässt, können wir damit andere Kanäle sowohl im Videotitel als auch in der Videobeschreibung mit erwähnen. Wie das Ganze genau aussieht, wie es funktioniert, was man da so einstellen kann, das schauen wir uns in diesem Video einfach mal an. Hi, ich bin Felix, das hier ist die YouTube-Lupe Nummer 134 und heute geht es wie gesagt um die Mentions bzw. Erwähnung, das neue Tool, was uns YouTube hier mit an die Hand gibt. Wir kennen es ja, dass man letztendlich irgendwann einen anderen YouTuber irgendwo in seinem Video bzw. in der Videobeschreibung mit verlinken möchte und bisher hatte man da die Möglichkeit, dass man ja letztendlich eine Infokarte mit erstellen konnte, vielleicht noch eine Endcard und ansonsten gab es eigentlich nur so die Links unten in der Videobeschreibung. Beziehungsweise bis vor einiger Zeit gab es auch noch die Möglichkeit, Mitwirkende ja letztendlich mit anzugeben. Das heißt, wenn jemand irgendwie Schauspieler war, das Video geschnitten hat und so weiter, das konnte man alles irgendwie mit unter dem Video einstellen. Ging allerdings auch nur für größere Kanäle und die Funktion wurde auch letztendlich mit eingestellt. Jetzt kommen die Mentions und die sind für alle verfügbar, die mindestens 1000 Abonnenten haben. Und insofern ja, ist das Feature schon mal für wesentlich mehr Leute zur Verfügung und es ist insgesamt auch flexibler, weil wir jetzt hier ganz einfach wirklich ja, jeden ohne irgendwelche Beschränkungen mit verlinken können und das Ganze sowohl in der Videobeschreibung als auch im Videotitel. Dieses neue Feature wird allerdings erstmal nur im neuen YouTube Studio zu finden sein. Ja, in Classic wird es natürlich nicht mehr mit eingearbeitet und auch in die YouTube Studio App hat es leider noch nicht den Einzug erhalten. Aber wie gesagt, im YouTube Studio findet ihr das und da könnt ihr es dann auch benutzen. Wenn das Feature bei euch jetzt noch nicht im YouTube Studio mitzufinden ist, dann liegt das ganz einfach daran, dass YouTube auch hier natürlich das Ganze wieder langsam ausrollt. Das heißt, man fängt mit einigen wenigen Prozenten an, dann kommen wieder ein paar mehr, dann noch mehr Nutzer, dann irgendwann kommen letztendlich alle Nutzer, sodass nach und nach letztendlich mehr Leute das Feature nutzen können und so insgesamt dann auch mehr Feedback an YouTube herangeht und man so frühzeitig schon irgendwie noch Fehler mit erkennen kann. Ich habe es aber tatsächlich schon seit einigen Tagen mit ausprobieren können und deswegen schauen wir hier mal ins YouTube Studio mit rein. Um das neue Feature zu nutzen, müssen wir natürlich ein Video bearbeiten. Dazu gehen wir hier ganz einfach links auf die Videoliste mit drauf und wählen uns dann ein Video aus. Der Einfachheit halber nehme ich hier einfach mal das letzte, was ich hochgeladen habe. Und hier links in der Beschreibung können wir dann entsprechend eine Erwähnung einfügen. Und alles, was wir dafür machen müssen, ist ganz einfach hier Text einzutippen. Und zwar fangen wir an mit einem Ad, so wie wir das auch von Twitter vielleicht gewohnt sind und fangen dann an, den Namen hier einzutippen. Und ich probiere jetzt einfach mal hier aus, den Defender mit auszuwählen. Dann sehen wir schon die ganzen Vorschläge, das wird alles angepasst. Und wir sehen dann hier die Liste von Kanälen mit einem Avatar, sodass wir direkt sehen können, wer das Ganze ist. Den angezeigten Namen des Kanals, den URL-Namen des Kanals, was ihr oben in der Adresszeile immer findet und wie viele Abonnenten er hat. Das heißt, ihr könnt hier auch relativ einfach sehen, ob es sich um einen ja, echten Kanal handelt oder irgendein Fake-Account. Das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich positiv und dann klicken wir einfach nur noch drauf und dann wird der Kanal entsprechend ausgewählt und wir haben jetzt hier die Erwähnung für den Defender 833 mit eingefügt. Was ich persönlich aber auch sehr spannend finde, ist so die Frage, welche Kanäle sollte man jetzt eigentlich einem Nutzer vorschlagen, wenn er hier anfängt, einen Namen einzutippen? Dann muss man sich mal überlegen, YouTube hat knapp 2 Milliarden Nutzer. Und jetzt diese 2 Milliarden Namen runterzubrechen auf irgendwie eine Handvoll Einträge in diesem Menü, ist jetzt nicht unbedingt so einfach. Aber ich glaube, YouTube hat hier einen ganz guten Weg gefunden, um das runterzubrechen auf wirklich nur relevante Vorschläge. Und zwar schauen Sie sich ganz einfach an, welcher Creator ist das eigentlich gerade, der hier auf der Tastatur tippt und einen Namen mit eingibt? Welche Kanäle hat er mit abonniert? Was hat er sich so zuletzt auf YouTube angesehen? Und was hat er sich eigentlich so auf YouTube Music zuletzt angehört? All das sind so Dinge, die ich jetzt hier schon beobachtet habe in den Vorschlägen, die irgendwie für dieses Ranking, für die Auswahl letztendlich mit interessant sind. Und wenn ich jetzt hier einfach mal einen Kanal eingebe, der irgendwie ein M mit drin hat, dann sehe ich jetzt hier ganz oben Mr. Beast ist unheimlich populär momentan auf YouTube und ich habe tatsächlich auch vor ja, einer halben Stunde, einer Stunde habe ich auch ein Video von ihm mit angesehen. Insofern ist da schon letztendlich die Relevanz deutlich gestiegen. Bei Two Minute Papers habe ich vor kurzem mit reingeschaut. Marduk ist letztendlich auch rübergeschwappt von YouTube Music, weil ich irgendwie Musik in dieser Richtung höre und das gerade reinpasst. Und die anderen drei Kanäle hier in der Liste sind auch welche, die bei mir in den Abos mit drin sind. Und genauso geht es weiter auch mit allen anderen Kanälen hier unten. Insofern, das ist schon sehr interessant, wie hier so die Auswahl mitgetroffen wird und ich finde, das ist auf jeden Fall gelungen. Natürlich könnt ihr eine solche Verlinkung jetzt nicht nur hier in der Beschreibung mit einbauen, sondern auch entsprechend im Videotitel. Ja, und da gebt ihr dann einfach auch wieder das Ad-Zeichen mit ein, fangt an mit den Buchstaben und letztendlich wird dann hier auch die gleiche Suche wieder mit ausgeführt. Jetzt stellen sich hier natürlich noch so einige Fragen. Man würde vielleicht beispielsweise gerne wissen, wie viele Leute klicken eigentlich so auf einer Links drauf. Ja, für
Infokarten, für Endscreen-Elemente haben wir ja diese Informationen und können entsprechend sehen, wie viele Leute sehen dieses Element und wie viele Leute klicken drauf. Bei den Erwähnungen hier haben wir das Ganze leider nicht. Das heißt, da können wir nicht sehen, wie viele Leute hier mit drauf geklickt haben. Und ansonsten auf der Videoseite selbst, wenn wir hier einfach mal kurz zurückgehen, da gehe ich hier mal auf ein Video, wo ich das Ganze schon eingestellt habe. Da ist hier unten in der Beschreibung letztendlich auch nur eine reine Ansammlung von Links. Also da ist jetzt auch kein spezieller Button irgendwie vorhanden, sondern einfach wirklich nur ein Linktext, den man entsprechend anklicken kann. Und wenn wir dann dort draufklicken, kommen wir hier entsprechend zur Kanalseite. Soweit so gut, da ist nichts Besonderes dran. Auch in der YouTube-App wird das Ganze als Link unter dem Video mit angezeigt. Auch dort ist es also nichts Besonderes. Was ihr dann zusätzlich in der YouTube-App noch bekommt, ist eine Übersicht von Erwähnungen, in denen letztendlich ihr erwähnt wurde. Das heißt, wenn ein anderer Creator euch in einem Videotitel, in einer Videobeschreibung, in einem Community-Beitrag, in einer Story mit erwähnt, dann seht ihr entsprechend in der YouTube-App eine Übersicht. Dazu geht ihr ganz einfach letztendlich in die Inbox, in den Posteingang und wählt dann oben im Menü noch aus, dass ihr nur die Erwähnung mit sehen wollt. Und dann kriegt ihr dort entsprechend die Auflistung. Was gibt es sonst noch so zu beachten? Sowohl ihr als Kanal, der erwähnt, als auch der Kanal, der erwähnt wird, braucht jeweils 1000 Abonnenten, um letztendlich dieses Feature nutzen zu können. Es gibt so an sich keine Limitierung, wie viele Kanäle ihr jetzt erwähnen könnt in der Beschreibung, aber natürlich, ihr solltet euch im Klaren sein, dass es alles irgendwo Text, alles Links, und das sollte natürlich auch möglichst relevant sein für euer Video und jetzt nicht irgendwie in Spam ausarten, weil ansonsten kann das eben auch als Spam mitgeahndet werden. Insofern, die Nutzung einer Erwähnung sollte jetzt auch das Ranking von eurem Video nicht anders beeinflussen, als würdet ihr jetzt den Kanalnamen als einfachen Text mit hinschreiben. Ansonsten noch wichtig mit zu beachten ist, ihr könnt natürlich die Erwähnung von euch auf einem anderen Video nicht mit entfernen. Das obliegt natürlich dem Kanalbetreiber dort, letztendlich die Erwähnung zu setzen oder auch zu entfernen, wie es ihm letztendlich mit beliebt. Und auch wenn ihr einen Nutzer geblockt habt, dann kann euch dieser immer noch über die Erwähnung letztendlich mit verlinken. Das ist genauso, als würde er euch ganz normal über einen stinknormalen Link mit erwähnen. So, ich hoffe, dieser kurze Überblick über das Mentions-Feature war schon mal ganz hilfreich für euch. Falls ihr noch irgendwelche Fragen dazu mit habt, dann schreibt sie gerne unten in die Kommentare mit rein. Hier links und rechts gibt es noch zwei weitere Videos, die ihr euch mit anschauen könnt, falls ihr an weiteren YouTube-Tipps mit interessiert seid. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.